Seit der Geburtstagsparty von Jennifer Aniston wird über das Liebesleben der frisch gebackenen 50-Jährigen heftig spekuliert. Nun tauchten Bilder im Netz auf, welche die Schauspielerin an der Seite eines jungen Mannes zeigt. Ist er etwa ihr neuer Partner? Jennifer Aniston, 50, und Brad Pitt, 55, das absolute Traumpaar schlechthin. Nachdem die Friends-Darstellerin 2005 die Scheidung aufgrund unüberbrückbarer Differenzen einreichte, folgten in ihrem Leben bisher nur noch kurze Beziehungen und eine gescheiterte Ehe mit Drehbuchautor Justin Theroux. Spätestens nach der Geburtstagsparty von Jennifer Aniston gibt es allerdings für alle Fans wieder Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt. Unter den Partygästen im Sunset Tower Hotel in Los Angeles war neben bekannten Persönlichkeiten wie Demi Moore, George Clooney und Katy Perry nämlich kein geringerer als Anistons Ex Brad Pitt. Welch ungewohnter Anblick! Seit der Trennung wurde das einstige Traumpaar nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Doch jetzt macht ein neuer Unbekannter dem vermeintlichen Liebescomeback einen großen Strich durch die Rechnung. Ein neues Instagram-Bild zeigt die attraktive Blondine an der Seite eines deutlich jünger wirkenden Mannes. Beide lächeln verschmitzt in die Kamera, während Jennifer sogar ihren Arm um den bisher Unbekannten legt. Hoch, was läuft denn da? Aber wir können Entwarnung geben. Bei dem jungen Mann an Jennifer Anistons Seite handelt es sich um den 17-jährigen Ryan Anthony Robinson alias TJ Prinz aus Indianapolis. Der Jugendliche legt in seiner Freizeit Musik auf und verdient sich damit etwas Taschengeld dazu. Und ja, richtig vermutet, genau er wurde als DJ zu Jennifer Anistons Geburtstagsparty gebucht. Die Buchungsanfrage kam über eine Instagram-Direktnachricht von Jennifers Team eingeflattert, erzählt Robinson gegenüber dem Nachrichtenportal TOFAP. Zu diesem Zeitpunkt habe er aber noch nicht gewusst, dass seine Kundin genau die Jennifer Aniston ist, die als Weltstar gilt. Nach der Bekanntgabe sei er voller Begeisterung gewesen. Am Abend der Party brachte Robinson die Gäste im kalifornischen Luxushotel Sunset Tower mit Klassikern aus den 70ern, 80ern, 90ern und den aktuellsten Hits zum Tanzen. Das Geburtstagskind konnte der 17-Jährige begeistern und mit seiner Musikauswahl überzeugen. Dafür erhielt er sogar ein großes Lob von der Schauspielerin. Erzählte er stolz. Und auch andere Stars wie Pharrell Williams und Entertainer-Ehren Ellen DeGeneres sind von dem jungen Talent begeistert. Na, wenn das mal nicht mitunter eines der größten Highlights in seiner Karriere am DJ-Pult war. Robinsons größter Wunsch ist es allerdings, einmal für Rapper YZ aufzulegen. Wir drücken die Daumen. Tja, das war dann wohl wieder nichts für Jennifer Aniston in Sachen Liebe. Und das, obwohl ein Insider dem amerikanischen Life and Style Magazine verriet, dass sie noch vor ihrem 50. Geburtstag einen neuen Partner finden wollte. Kopf hoch, Shin, bei der tollen Ausstrahlung stehen die Männer sicherlich Schlange. Und vielleicht gibt es ja doch noch mal Hoffnung auf ein Liebescomeback mit Ex-Lover Brad Pitt. Was denkst du? Stimme unten in unserer Umfrage ab.